So, hallo und moin zusammen. Ich möchte heute euch ein kleines Update bzw. Geschenk von Microsoft vorstellen, da ich jetzt auch schon eigentlich langjähriger Forza-Spieler bin, gibt es ab und zu eben Updates, sei es von Turn 10 oder wie jetzt hier von Microsoft. Da bekomme ich dann über die Xbox eine Nachricht, dass ich eben Forza viel gespielt habe und dass ich ein Geschenk von denen bekommen habe und kann dann einen Code anschließend auf der Xbox One eingeben und habe somit dann eine Lizenz erworben, dass ich eben dieses Geschenk oder ja eigentlich auch kleines Update eben benutzen kann. Und zwar ist es hier der 2016er Ford 66 Ford Racing GT Le Mans. Das ist quasi eigentlich, glaube ich, 2017er Ford GT. Von dem ist es einfach die GT Edition. Wer sich ein bisschen mit Motorsport auskennt, der weiß, dass dieses Auto auch momentan ganz aktuell ist. Wie auch hier auf der Lackierung drauf mit EcoBoost und so. Also das Auto ist auf jeden Fall mit Technik vollgestopft. Auch schon in der normalen Edition. Und wir kaufen heute oder erwerben heute das Auto gratis, wie hier dran steht. Und dann werden wir auch ein Rennen machen, um das gleich mal zu testen, wie gut er wirklich ist und ob sich das gelohnt hat. Ja, ich denke mal, das kann ich jetzt schon sagen, dass sich es gelohnt hat. So, die Lackierung würde ich sagen, die lassen wir mal. Ansonsten können wir ja dann auch noch anschließend die Lackierung hier kaufen, wenn wir das Auto nochmal neu kaufen, aber dann wiederum auch bezahlen müssen. Weil wenn wir die Lackierung, die wir, ja genau diese hier, wenn wir die drauf lassen, das ist eh die Originallackierung. So sieht man den tatsächlich auch in echt bei diesen GT-Rennen. Und dann holen wir uns den jetzt einfach mal. Da haben wir ihn. Jetzt kommt's gleich. Sagt die Frau auch noch was? Das ist Ihr 2016er Ford Nummer 66 Ford Racing GT Le Mans. So, jetzt haben wir ihn auch. Und ich würde sagen, wir drehen einfach mal direkt auf Le Mans jetzt eine Runde. Obwohl, noch eben wegen Tuning gucken. Ich habe da ja so meine eigenen Einstellungen, die ich eigentlich immer bevorzuge, bevor es irgendwie zum Rennen geht. Eigentlich können wir den direkt auf 900, wenn es geht, tunen. Ja. 899 geht auch. Dann haben wir nämlich eine glatte oder fast glatte Stufe und haben eigentlich schon das Beste drin. Müssen wir gleich mal eben gucken, hat der jetzt auch hier vielleicht ein bisschen mehr Druck drauf. So, ne, ja, ungefähr so. Übrigens liegt der auf dem Boden, ja, tut er. Da kann man nichts mehr auf runterstellen von der Fahrhöhe. Haben wir hier auch. Aber der hat jetzt nicht von innen diese komischen. Oder gibt es das da gar nicht? Ne, das gibt es gar nicht. So, dann passt es hier auch schon. Dann gehen wir hier auf freies Spiel einfach. Ich weiß jetzt gar nicht, das ist eigentlich. Ja, wir können eigentlich direkt jetzt auch Stufe R machen. Und was sind das denn? Moderne GT ist es, glaube ich, irgendwie sportliche GT. Nee.
waren das Langstrecken. Prototypen. Könnte auch sein. Sollen wir mal eben rausfinden. Moderne GT-Rennwagen, ja Mann, das war's. So. In Le Mans. Hier. Und zwar die Strecke, die schön lange gerade geht. Vielleicht sogar bei Nacht oder bei Regen. Wie wollen wir's? Machen wir vielleicht mal. Ja, machen wir mal bei Regen. Und machen wir erstmal zwei Runden. Driver-Tasch-Schwierigkeit machen wir mal unschlagbar. 23 Mitspieler bzw. die KI-Spieler. Und dann gucken wir mal. So. Rennen starten. Jetzt gucken wir mal, was der 2016er bzw. 2017er GT so drauf hat. We'll be right back.
Also an sich würde ich sagen, kein schlechtes Fazit, aber die Endgeschwindigkeit war jetzt nicht gerade sehr hoch. Das ist irgendwie eigentlich bei den meisten geht hier auch nicht so, aber ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es könnte eigentlich ein bisschen schneller sein, finde ich, weil ihr habt gemerkt, auf den Geraden habe ich bis zum Anschlag Gas gegeben, da ging einfach nicht mehr. Ansonsten, Fahrverhalten ist eigentlich ziemlich gut, jetzt hier bei nasser Fahrbahn. Ja, und ist eigentlich nicht schlecht, das Auto. Selbst gegen eine Corvette C7R bin ich angekommen. Sieht man hier nachher auch nochmal schön, ich glaube bei der zweiten Runde war es dann. Also lässt sich auch gut fahren und ich fand es cool, dass so eine digitale große Anzeige in der Mitte war, wo du die Gänge jetzt sehen konntest. Ich glaube, das verbraucht gerade auch. Und ja. Beziehungsweise die Zeichen auch drauf. Lässt sich auf jeden Fall gut fahren. Kann ich wohl empfehlen. Hier jetzt nochmal vor uns die Corvette C7. Mit der habe ich schon 50 Runden auf dem Nürburgring Nordschleife gemacht. Hat insgesamt glaube ich 8 Stunden oder so gedauert. Habe ich nicht am Stück gespielt, aber ist auch ein cooles Auto. Lässt sich wohl gut dazu aushalten. Fahrverhalten ist sehr gut und die zieht richtig. Eigentlich wie gesagt besser als dieser. Wenn man ein Video sucht mit einer Corvette C7R auf YouTube und sich anguckt, wie der Sound
von diesem Auto sich hier anhört. Also total. Modern Muscle ist es eigentlich fast auch nicht mehr. Das ist in der DT. So, das war's jetzt eigentlich hier auch schon. Das Video endet jetzt hier gleich. Ich hoffe, euch hat diese kurze Einführung bzw. Preview Spaß gemacht anzugucken. Und ich hoffe, euch hat der Ford GT ein bisschen gefallen. Also mir hat er ganz gut gefallen. Ich kann nur weiterempfehlen. Ich wünsche euch viel Spaß noch beim Zocken. Und bis demnächst.